Die Mürztaler Häuselbauermesse, die schon viele Jahre beim Turmwirt in Mürzhofen abgehalten wird, hat auch 2018 für Hausbauer, Renovierer und Wohnraumgestalter wichtige Informationen vermitteln können. Veranstalter Josef Monschein konnte nicht nur viele Aussteller, sondern auch prominente Gäste in seiner Eröffnungsrede begrüßen. Ja, wir sind recht glücklich. Viele Aussteller, die Frau Landesrätin ist gekommen. Das ist eigentlich, wenn man so rumschaut, die Aussteller waren ganz, ganz tüchtig, haben sich tolle Stände einfallen lassen. Ganz schön. In der Steiermark für Wirtschaft zuständige Landesrätin haben Messen eine wichtige wirtschaftliche Bedeutung. Für die regionale Wirtschaft haben solche Messen eine Riesenbedeutung, weil wir unseren Klein- und Mittelbetrieben, unseren Gewerbetreibenden die Chance geben, sich zu präsentieren. Und wenn man starke Regionen haben möchte, dann braucht man Arbeitsplätze in der Region. Daher ist es wichtig, dass unsere Klein- und Mittelbetriebe entsprechend auch von den Kundinnen und Kunden genutzt werden, geschätzt werden, und dafür bietet sich heute die beste Möglichkeit. Die Wirtschaft ist ordentlich in Schwung, die Arbeitslosigkeit geht zurück und gerade der Bezirk Bruckmürz-Zuschlag hat aktuell einen Rückgang der Arbeitslosigkeit von 19% und ist damit im absoluten Spitzenfeld der Steiermark. Das heißt, es ist sehr erfreulich und es geht uns Gott sei Dank momentan gut. Hier haben die regionalen Unternehmen die Möglichkeit, ihre Wirtschaftskraft, ihre Möglichkeiten für den Kunden geballt auszustellen. Ich bin mir sicher, das wird wieder eine sehr erfolgreiche Messe. Diese Messen, wo die Unternehmer des Bezirkes, der Region, ihre Angebote darbieten können, wo sie zeigen können, welche Leistungskraft das in ihnen steckt, in den Betrieben und in den Mitarbeitern dieser Betriebe. Und es bleibt, wenn man dem Kunden vermitteln kann, hier zu kaufen, jeder Cent in der Region, die Kaufkraft bleibt erhalten und somit stützen wir die Region, stützen wir die Kommunen, aber natürlich auch die Arbeitsplätze, die in diesen Betrieben geschaffen werden. Endlich ist sie so gut wie vorbei, die kalte Jahreszeit, und wir freuen uns auf die wärmenden Sonnenstrahlen und die aufblühende Natur. Doch so schön es auch ist, wenn Dornröschen aus dem Schlaf erwacht, so schnell kann es für manche von uns gehen und der himmlisch blühende Frühling wird zur Pollenhölle. Frühlingszeit ist Pollenzeit. So scheint es doch, dass jedes Jahr immer mehr Leute an Pollenallergien und Allergien erkranken. Woran liegt denn das? Meiner Meinung nach liegt das an den Umwelteinflüssen, die leider uns immer mehr belasten, und am geschwächten Immunsystem, da auch die Ernährung immer weniger Vitamine und Mineralstoffe enthält. Woher weiß ich denn, gegen was ich allergisch bin? Da sollten Sie zu einem Dermatologen gehen und einen ausführlichen Test machen lassen, und da wird dann ganz detailliert erklärt, gegen was Sie allergisch sind. Jetzt beginnt es ja langsam wieder mit den Pollen und den Gräsern zu blühen. Was blüht denn als erstes? Hasel und Erle sind die ersten Pollen, die den Allergikern zu schaffen machen. Wenn ich allergisch bin, was kann mir denn da passieren? Was habe ich denn für Symptome? Ja, in erster Linie sind einmal die Augen und die Nase betroffen. Geschwollene Augen, verstopfte Nase oder auch die Lungenfunktion ist eingeschränkt. Müdigkeit kommt oft dazu und Allergiker sind eigentlich in ihrer Lebensqualität dann ziemlich eingeschränkt. Das kann ja dann manchmal auch relativ lang dauern. Wie lange ist man denn circa allergisch? Jeder unterschiedlich lange. Also von 2 Wochen bis über Monate kann sich das wirklich lang ausbreiten. So eine Allergie ist alles andere als angenehm und in manchen Fällen nicht nur störend, sondern sogar einschränkend. Viele Wege führen nach Rom, so kann man sich gut über die lästigen Begleiterscheinungen weghelfen. Natürlich stehen Ihnen unsere Apothekerinnen mit Rat und Tat zur Seite und helfen, wo sie nur können. Die allergischen Begleiterscheinungen, wie kann ich denn die lindern? Ja, die kann man jetzt lindern ganz allgemein mit den schulmedizinischen Wirkstoffen oder auch homöopathisch. Haben wir da ganz gute Erfolge schon erzielen können, entweder lokal in Form von Augentropfen oder Nasensprays, oder auch die Globulis kann man auch natürlich einnehmen. Das wirkt auch sehr gut. Schüsslersalze wirken auch sehr gut, vor allem für Kinder. Da haben wir sehr große Erfolge erzielen können. Was auch sehr wirksam ist, ist hochdosiertes Vitamin C. Vitamin C ist ein natürliches Antihistamin und das mit einer Dosis von 3x2 Gramm wirkt wirklich sehr gut, auch schon vorbeugend. Apropos vorbeugend, was kann ich denn sonst noch vorbeugend machen? Ja, wie gesagt, Schüsslersalze, Vitamin C wirken vorbeugend sehr gut und allgemein viel Bewegung, viel Sport, gesunde Ernährung, hochwertige Öle sind da sehr wichtig oder Weizenkeimlinge kann man da einnehmen
und ja, ein gesunder Lebensstil. Gut ausgerüstet und perfekt beraten können wir also in den Frühling schauen und uns auf die wärmeren Tage freuen. Denn was gibt es Schöneres als den Frühling? Die Olympischen Spiele sind immer wieder ein Highlight der Wintersaison. Auch die Steiermark will bei den nächsten Olympischen Winterspielen mitmischen und als Austragungsort glänzen. Eine gute Idee? Wenn es nicht so viel Geld kostet, wäre es super. Verfolgen Sie die jetzigen Winterspiele oder kein begeisterter Fan? Ja, schon ein bisschen. Am Rande. Ja, ja. Aber für die Werbung ist es natürlich toll. Ja, Steiermark schon, aber Graz finde ich eher negativ. 8 Millionen plus wahrscheinlich. Weil mit 8 Millionen wird sich das Ganze sowieso nie ausgehen. Und ehrlich gesagt, die Distanz Schladming und Graz, das ist natürlich auch, ob man das so ohne weiteres überbrücken kann, wahrscheinlich schon, mit den Verkehrsmitteln, was es heutzutage gibt. Aber im Prinzip muss ich sagen, Schladming, okay, Graz brauchen wir nicht dazu. Ja, warum nicht? Also ich habe schon so viel gelesen für und wieder und ich finde es eine gute Sache, wenn sich da hier dann die Sportler treffen. Ich finde es auf jeden Fall besser als irgendwo in Asien oder sonst wo, speziell Wintersport. Also ich wäre absolut dafür. Verfolgen Sie die jetzigen Spiele? Nur sehr am Rande. Also live sowieso nichts und ja, die Ergebnisse und ich schaue halt, ob Österreicher was gemacht haben oder nicht. Aber so, also nicht jetzt konsequent, muss ich sagen. Nein, absolut nicht. Weil das kein Gewinn ist. Was? So gesehen ehrlich, die Steiermark hat für andere Probleme, wenn ich in Bruck schaue, die Stadt kämpft ums Überleben und dann investiert man dort Millionen, die an uns vorbeigängen. Verstehen Sie, ich halt überhaupt nichts. Es hat noch kein Land gegeben, das positiv ausgestiegen ist. Und die Illusion, dass da so große Investoren kommen werden, die das zahlen, sicher nicht. Ich finde es gut, wenn das in der Steiermark beispielsweise ausgeführt wird, in einem Land, wo Wintersport gelebt wird und nicht so wie jetzt, wo keine Zuschauer bei den Rennen sind. Verfolgen Sie die jetzigen Spiele? Das ist schwer möglich. In der Nacht stehe ich nicht auf. Das ist auch so eine Sache, nicht? Man kriegt es ja nicht wirklich mit. Die Olympischen Spiele sind viel cool. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich sage eine finanzielle Frage. Natürlich wäre es toll, weil da hat man die Möglichkeit, dass man selber auch mal dabei ist vielleicht. Gell? Aber wie die finanziellen Sachen sind, das weiß ich leider nicht. Kann ich nicht beurteilen. Also Schladming, tourismusmäßig ist es sicher nicht schlecht, wenn da mal was kommt. Kapfenberg ist ein bisschen klein, finde ich. Ja, das ist schwer zu sagen. Ich als Künstler muss Ihnen mitteilen, wenn die Steiermark allein, nehme ich jetzt an, Graz, Bruck, nein, Graz, Kaffenberg, was weiß ich, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Winterspiele in dem Bereich olympisch funktionieren wird, weil diese Finanzkosten, die übersteigen, speziell die Steiermark, ich kann mir auch vorstellen, olympische Spiele kann ich mir vorstellen, in Kooperation mit anderen Ländern oder mit anderen Bundesländern, oder länderübergreifend, Euro, wenn wir schon im Euro sind. In dem Bereich könnte man das vorstellen, aber allein diese Initiative finde ich eigentlich uninteressant, weil es nicht möglich ist.